Gestern war Tierarzt Peter Zieger bei mir zu Gast in der neuen Milchviehberatung und hat einen spannenden Vortrag über die Klauengesundheit der Kuh gehalten und erklärt, warum diese so wichtig ist. Wenn du mehr über meine neue Milchviehberatung erfahren möchtest, klicke oben rechts auf den Link, den ich jetzt einblende. Ansonsten sei gespannt, denn jetzt siehst du einen Auszug zu dem Thema. Zum Thema Klaue muss man sagen, ja, es gibt nur 0,7% der Herden. Also es gibt so gut, ja, vielleicht 1% der Herden, die eigentlich zu jedem Zeitpunkt keine Kuh haben, die also lahm ist. Das heißt, umgekehrt sind 99,3% der Betriebe haben mindestens eine Kuh bei jedem Besuch, wenn man vorbeischaut, die also lahm geht. Also das ist wirklich ein ständiges, ein permanentes Problem oder Herausforderung. Und es verwundert dann auch nicht, dass die mittlere Herdenlahmheitsprävalenz, also das Vorkommen, ne, zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt nur um die 30% ist. Das heißt, 3 von 10 Kühen zeigen Anzeichen von Lahmheiten auf, wenn man jetzt einen Betrieb besucht, wenn man drauf schaut. Und die Kostenverluste, ja, wenn es mal so beziffert, verschiedene Ansätze, vielleicht 40, 50 Euro pro Kuh im Jahr wegen Lahmheit allgemein, dadurch, dass es Lahmheit gibt, Lahmheit existiert. Das ist erstmal okay, wir sagen, okay, sieht man nicht, ja, ist halt so, wie will ich es vermeiden und ganz auf Null geht ja anscheinend nicht. Da gibt es natürlich dann diese Extrembeispiele, Sohlengeschwür, das also bis zu 1.000 Euro oder auch Dollar gehen kann. Normales Panaritium, ja, 100, 140 Dollar oder Euro. Bayerische Zahlen finde ich ganz interessant, die kommen auch zum Schluss letztlich, dass also eine Lahmheit im Schnitt etwa 300 Euro kostet. Und damit geht das Ganze schon so ein bisschen griffiger von der Ökonomie her, dass das also schon ein ganz wesentlicher Verlustfaktor ist. Ne? Und wie schon gesagt, die dritthäufigste Abgangsursache in Deutschland wäre mit 8-12%. Ja. Ich habe den Rainer gebeten, vorab ein paar Fragen rumzuschicken. Vielen Dank. Ich habe mich sehr darüber gefreut, über die Antworten. Das waren ganz interessante Antworten. Zeige ich euch gleich zu Beginn. Wir werden die im Einzelnen dann immer wieder finden oder auch dann diskutieren. Das heißt, ich wollte erstmal wissen, gerade weil man sagt, wie ist der genetische Einfluss auf die Klauengesundheit von väterlicher Seite, von der Bullenauswahl. Ist interessant, dass also ein Drittel von euch darauf setzt, da also auch Wert drauf legt. 2/3 haben andere Schwerpunkte, will ich jetzt gar nicht im Prinzip jetzt werten, nachher vielleicht mit euch ein bisschen diskutieren. Immer natürlich auch die Frage, und ich habe das neulich gesehen in der WhatsApp-Gruppe, gerade letztendlich auch Klauenbäde, welche Klauenmittel, welche Intervalle und. Man sieht letztendlich also auch hier, über die Hälfte nutzt Klauenbäder, aber ganz interessant, 40%, da war ich doch überrascht, ich hätte gedacht, das wären mehr, nutzt keine Klauenbäder. Und da würde es mich natürlich interessieren, was machen die dann? Ne? Okay, dann auch ein Punkt, wo man sagen, Richtung Monitoring, Auswertungen zum Verlauf der Klauengesundheit. Ne? Alles, was ich nicht messe, kann ich letztendlich auch nicht irgendwo managen. Ihr kennt diesen platten Spruch. Ja, über die Hälfte letztendlich macht Auswertungen. Das ist auch ehrlich gesagt mehr, als ich erwartet hätte. Das freut mich sehr. Das spricht irgendwie auch letztendlich für die Qualität. Und aber umgekehrt sind es auch immer noch 44%, die keine Aufzeichnung machen. Da würde es mich interessieren, letztendlich kann man sich das merken oder hat man das ein Gefühl oder wie auch immer oder wie geht man damit um? Oder ist es im Extremfall vielleicht sogar ein Blindflug? Okay. Regelmäßig Lahmheitsscoring heißt tatsächlich zu schauen, pass auf, dass mir das auffällt oder einem Externen, der drüber schaut. Und da gibt es Zahlen, die sagen, ein Externer sollte alle 2 Wochen kommen. Das ist so das beste Schema, um wirklich zu sehen, pass auf, wie bewegt sich meine Herde? Gibt es jetzt Kühe, die anfangen lahm zu gehen und die dadurch identifiziert und erkannt werden? Ne? Also das macht 1/3 bei euch und sieht man nicht, 2/3 machen das nicht. Machen vielleicht was anderes. Und was anderes heißt zum Beispiel automatisierte Lahmheitserkennung. Das bietet sich an, beispielsweise gerade für Roboterbetriebe, machen relativ viele mit 40%, ja, knapp 60% machen das nicht. Wie gesagt, machen vielleicht auch was anderes. Deshalb wollte ich mit dem Thema Lahmheitserkennung starten, weil da gibt es interessante Zahlen dazu. Und man weiß, und ihr seht da oben, das sind eine ganze Reihe von Literaturangaben, die alle zum gleichen Schluss kommen. Das heißt, dass selbst der einzelne Landwirt vor Ort keine Absicht unterstellt, sondern es ist tatsächlich so, dass das Ausmaß der wahren Lahmheit im Betrieb im Faktor 3-mal häufiger auftritt, als was der Landwirt wirklich meint. Das ist ein Phänomen, das ist mir bei diesen ganzen Arbeiten begegnet und das fand ich eigentlich ziemlich spannend. Warum es genau im Prinzip 3-mal mehr ist, wurde nicht erläutert, aber also zwar bei weitem. Also das Ausmaß dann der lahmen Kühe, wenn man hat nur eine lahme Kuh, hat er 3 lahme Kühe.
Und was dann folgt, das ist eine ganz spannende Geschichte, die in die Psychologie geht. Dadurch, dass ich das ja unterschätze, ist es auch so, dass ich dem ganzen Problemkomplex Lahmheit auch nicht letztendlich vielleicht die Bedeutung gebe, einräume und das an die Prioritätenliste ganz oben setze, als wenn ich das, wenn mir der Kittel brennt, wenn ich wirklich sage, okay, pass auf, ich habe ein Problem, meine Kühe brechen ein, die gehen nicht mehr zum Roboter und. Und deshalb ist es landläufig so, dass auch wenig dann letztlich an der Verbesserung, das heißt von der Kopfeinstellung oder auch das Investment, ne, das war eine Arbeit, die sich auch letztlich damit beschäftigt hat, wie können wir automatische Erkennungssysteme vielleicht mehr einsetzen, die natürlich nicht für einen Apfel und ein Ei zu kriegen sind, sondern die auch Geld kosten, aber die Bereitschaft eigentlich wenig da, letztlich tatsächlich dann was zu machen. Also insofern, Katze beißt sich da so ein bisschen in den Schwanz. Das heißt, das ist ja vielleicht auch einer der Gründe, wieso wir so auf der Stelle treten und in der breiten Masse nicht weiter oder nicht wirklich besser werden, was das Ganze angeht. Ne? Noch dazu muss ich vielleicht auch sagen, dass auch meine Berufsgruppe, die Tierärzte, in der Summe also nicht unbedingt eigentlich so wirklich sich darum reißen, sich mit Klauen-Thema zu beschäftigen. Es ist ein schmutziges Geschäft, es geht in den Rücken und. Und insofern macht man gerne natürlich lieber andere Sachen. Ne? Es ist einfach so. Ich fand es ganz spannend bei dieser Arbeit aus Nottingham. Die haben die Landwirte interviewt. Das weiß ich jetzt nicht, ob es fürs Deutsche genauso gilt. Aber ich fand es interessant. Die sind gefragt worden und die Landwirte haben jeder Einzelne bei den ganzen Interviews, wie sie ihre Einstellungen zur Lahmheit sehen, die haben offenbart, dass sie eigentlich ungern das Thema Lahm oder Lahmheit in den Mund nehmen. Die haben also alle möglichen Ausdrücke und da sind also hier 6 ein Beispiel genannt, ne? Ja, die läuft so ein bisschen komisch, ne? Und läuft vielleicht nicht korrekt und ja, hier Bewegung ist eingeschränkt. Aber das Wort letztlich lahm wird unterschwellig eigentlich versucht zu vermeiden. Wie gesagt, kann man vielleicht drüber nachdenken, ob es euch ähnlich so geht oder ob ihr da eigentlich ziemlich direkt seid und das Kind beim Namen nennt. Das zeigt aber so eigentlich auch so ein bisschen von der Psychologie her, dass das Problem nicht erkannt, vielleicht auch im Kopf so ein bisschen auch nicht auch letztlich hinten angestellt wird. Ne? Vielleicht auch unterschiedlichen Gründen. Fand ich ganz interessant, diese Einstellung dazu. Die Frage natürlich dann des Pudels Kern, das heißt, wie glaubensgesund ist denn meine Herde? Was kann ich denn herannehmen, objektiv, was ist objektiv geeignet, zu erkennen, ob ich ein Problem mit lahmen Kühe habe oder nicht? Und Lahmheit Scoring ist etwas letztlich, wenn jemand extern im Idealfall vielleicht kommt und mir das immer wieder zeigt, alle 2 Wochen, wie wir gehört haben, zu zeigen, dass auch du hast lahme Kühe, das nimmt zu, das nimmt ab oder saisonal wird es mehr und. Ne? Das ist vielleicht so, das ist eine ganz objektive Geschichte. Ein indirekter Parameter ist der Schlachtpreis. Da berufe ich mich immer so ein bisschen auf den Bernd Löhmann. Haben wir mal eine Arbeit zusammen gemacht. Das ist wirklich ein sehr guter Parameter. Aktuell liegt der Schlachtpreis bei 3,10 € pro Kilogramm. Wenn man sagt, okay, vielleicht 252 Kilo ausgeschlachtet, vielleicht auch mehr. Also, dass man so mindestens 650, 700 € vielleicht erlösen sollte im Schnitt. Ne? Nur mal so als Punkt. Aber es gibt tatsächlich Betriebe, die sind froh, wenn sie vielleicht gerade loskriegen, im Extremfall vielleicht 200, 300 € bekommen und andere kriegen vielleicht sogar im Schnitt 1.000 €. Ja, also ja, das ist so ein Anhalt, natürlich klar, als Ausdruck, das sind, wenn das Fundament gut ist, hat die Kuh auch weniger Stress, das heißt eine niedrige Zellzahl ist oft zu beobachten, eine gute Fruchtbarkeit, sehr irgendwas damit zusammenhängt, das sind gute Parameter. Aber natürlich auch der Klauenpfleger, das heißt im Klauenpfleger sehe ich einmal die Rechnung, wobei, da muss man aufpassen, es muss nicht unbedingt objektiv sein, aber in dieser Report, da komme ich nachher noch am Ende drauf, da möchte ich euch zeigen, letztendlich, welches Potenzial das Ganze hat, wie das am objektivsten letztendlich auch ausgelöst werden kann. Und natürlich, klar, Betriebe, langlebige Kühe, die einfach wirklich dann lange durchhalten, ein gutes Fundament haben, letztendlich, und diese Parameter nach 30.000 Kilo Lebensleistung oder über 18 Kilo Lebenstagsleistung, das sind schon geeignete Parameter. Was allerdings nicht funktioniert, sind jetzt nur 2 Sachen, es gibt sicherlich noch mehr. Bei Mortellaro liegen die Schätzungen oftmals total daneben. Das hängt mit dieser komplexen Erkrankung zusammen, die in 4 Stadien auftritt und halt eben auch das Thema Lahmheit zu schätzen, wie wir schon gehört haben, dass das Ganze bei weitem unterschätzt wird. Keine böse Absicht, das ist de facto einfach so. Diese Arbeit aus Kanada hat es schön gezeigt, es waren 156 Betriebe in Kanada. Wir haben einfach mal gezeigt, was will ich euch damit zeigen? Das heißt, was tritt denn da auf? Na, also wir haben circa dieses 1/3, 35% Klauen- lahmheitsrelevante Befunde jederzeit, also im Vorkommen. Was am meisten auftritt, ist eben Mortellaro, das ist diese digitale Dermatitis, na, also mit 20, 21, 22%. Das Ganze hat den Ursprung genommen in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre und deshalb der Begriff Mortellaro
ist abgeleitet von diesem Zweitautor dieser Studie damals, Gianluigi, glaube ich, so hieß er, italienischer Vorname, halt eben Mortellaro als Nachname. Und dieser Name ist dann haften geblieben. Erdbeerkrankheit oder digitale Dermatitis, ne, nach dem Aussehen genannt. Also das am weitesten verbreitet, auch bei uns, in allen Nationen, die also die moderne Milchviehhaltung betreiben. Sohlengeschwüre mit 5 und 6%, die werden oftmals zusammengefasst, auch mit dieser weißen Wanddefekte. 5%, vielleicht dann eben auch Einblutung oder Sohlengeschwür das oder Sohleneinblutung, so genau, so eins. Das kann variieren, das kann manchmal sogar 30-40%, in der Summe ist eher weniger. Was oftmals ein Problem ist, letztendlich von den Belägen oder auch wenn zu kurz geschnitten wird, sind vorne in der Spitze, Klauenspitze, die, also die Klauenspitzen Sohlengeschwüre. Die sind oftmals heftig, weil die oftmals auch zum Abgang führen. Na, okay, aber ansonsten seht ihr, wie die Verteilung ist. Unser Hauptproblem ist einfach Mortellaro. Es gibt zwei Säulen, grob gesagt, ist eines erfolgreichen Lahmheitsmanagements. Wie immer letztendlich die Vorbeuge, die Prävention und die Behandlung. Bei der Prävention oftmals natürlich Liegebuchten, weil es ganz klar ist, letztendlich je länger die Kühe liegen, desto relaxter sind sie, desto weniger, wenn die Klauen belastet. Aber auch die Hygieneliegebuchten, Laufwege sollen griffig sein, Fütterung, spezielles Thema. Jungtiere habe ich in meinem Ausrufezeichen versehen, komme ich nachher noch drauf mit zwei Bildern, um euch das zu zeigen, wie wichtig das ist, weil gerade der Bestand, der Kuhbestand sich aus den Jungtieren immer wieder letztendlich die Infektion am Laufen erhält. Also dieser Fluss kommt rein, obwohl das Ding auch in der Kuh, in der wachsenden Kuhgruppe kursiert, ist es so, dass also ständig der Zufluss auch bei den Jungtieren kommt, dass dort eigentlich schon der Erreger festsitzt und letztendlich dann die Jungtiere das mit rüberbringen. Genetisch habe ich auch zwei Folien vorbereitet, dieser Punkt. Na, bei der Behandlung muss ich erkennen, muss ich dann unterscheiden, gerade wie ich sie behandle, infektiös oder nicht infektiös, was dann letztlich auch Bedeutung hat für, wie ich weiter vorgehe. Frühzeitig, rechtzeitig behandeln und dann Aufzeichnung. Diese zwei Säulen vielleicht einfach mal so einprägen. So. Und dann habe ich heute früh schnell was eingeführt, weil es mir sehr gefallen hat, bin ich darauf gestoßen, die Tage im amerikanischen Top-Agrar sozusagen, Dairy Herd Management. Da war ein Interview, ein Podcast mit dem Gerald Kramer, der ist Klauenprofessor an der Universität in Minnesota. Und der bringt auch einen Punkt, der sagt letztendlich, sind zwei Sachen. Wenn die funktionieren, funktioniert eigentlich alles. Wenn du es schaffst, dass die Kühe für 12 Stunden liegen, also mal relativ lange, damit wirklich relaxed sind, auch Milch dann produzieren und vor allen Dingen der zweite wichtige Punkt, das hat mir beim Jan Klinsmann letztes Mal so gut gefallen, diese unverzügliche Behandlung dieser lahmen Kühe. Na, wenn die letztendlich, wenn es gar nicht lang ansteht und die gleich behandelt werden, das ist natürlich diese zwei Säulen, da hast du schon ziemlich viel erreicht, ne? Wenn du da ansetzt. Und das mal im Hinterkopf behalten, das finde ich ganz interessant, das wollen wir uns noch anschauen. Warum ist es so wichtig, diese Lahmheitserkennung und diese Behandlung? Es gibt Studien, die fand ich fast eigentlich damals unglaublich, die konnten zeigen, dass in manchen Fällen bis zu 4 Monate vor dem Auftreten der klinischen Lahmheit, dieser Erkrankung, die Kühe schon deutlich von ihrer Laktations-, von der Milchkurve abgefallen sind. Die haben also da schon den Pfad dieser erfolgreichen optimalen Milchproduktion verlassen, 4 Monate vorher, wurden dann behandelt und dann haben dann bis zu 5 Monate danach noch weniger Milchleistung gehabt. Also so frappierend. So stark kann natürlich, abhängig von welchem Effekt war das Ganze, also war jetzt im Prinzip wahrscheinlich kein Mortellaro oder kein Panaritium, das waren schon weiße Wanddefekte oder Sohlengeschwüre. Und vor allen Dingen auch dann die Frage, das war die zweite Fragestellung, wie lange dauert es im Schnitt, wenn man also die Lahmheit erkannt hat und diese behandelt wurde? Und normalerweise stelle ich die Frage in meinem Vortrag, und da gibt es mehrere Studien, die zeigen, es sind im Prinzip fast 2 Monate, um die 2 Monate, bis es behandelt wird. Und das ist natürlich dann der Punkt, das ist viel zu lange, das heißt also oftmals wahrscheinlich total unterschätzt das Ganze. Das ist ein eindringlicher Appell, wenn eine Krankheit erkannt wird, die Lahmheit erkannt wird, die soll so früh wie möglich erkannt werden. Deshalb auch regelmäßiges Lahmheitsscoring oder eben mit automatisierter Erkennung oder wie auch immer, da einen Modus finden, frühzeitig dabei zu sein, die anzugucken und dann vor allen Dingen auch zu handeln und dann wirklich nicht lange auf die Bank schieben, denn jeder Tag ist da tatsächlich, der potenziert sich dann auf, dass die Kühe nicht mehr in Fahrt kommen, dass die Laktation wirklich verloren ist. Automatische Lahmheitserkennung, ich habe mal eine Studie rausgesucht von 2013, ich habe es mal so genannt, das war die erste Generation noch von den Pedometern. Also da ist einiges in Bewegung, das wisst ihr besser als ich, ich habe auch die Diskussion mitverfolgt, gerade im Prinzip eigentlich im Zusammenhang vielleicht mit den Transpondern,
vielleicht auch mit AMS oder wie auch immer. Es ist super spannend. In dem Fall letztendlich 13 war es so, dass also 8 Tage vor dem Ziel, wo die Lahmheit wirklich offensichtlich wurde, die Kühe schon weniger Milch gegeben haben. Also ein Milchabfall, der signifikant war im Vergleich zu der Gruppe, das waren also oben, es waren 44 lahme Kühe unten und 74 nicht lahme. Und man sieht deutlich einen signifikanten Unterschied, der in dem System eine Woche vorher schon eigentlich ausgeworfen wird. Also das heißt, ich hätte die schon früher erkennen können. Das drückt vielleicht ein bisschen, das ist also hier dann vielleicht die Brunst, wenn die also hier so einen Einbruch haben, also dass die dann weniger Milch geben. Ne? Das muss man also auch dann herauslesen. Aber dass dieser tiefe Einbruch letztendlich, der oben hier nicht stattfindet, der ist der Lahmheit bedingt. Also finde ich ganz spannend. Das heißt, es wird mehr in Zukunft in diese automatisierte Lahmheiterkennung gehen. Das heißt, es gibt Pads, wo die Kühe drüber laufen, wo man Ganganalysen hat, wo man sogar über Klangmuster das Ganze in Zukunft anbieten wird, über Kameras, die das automatisch dazulernen, das auswerten, also sprich künstliche Intelligenz, jede Kuh kennen und ein Verhaltensmuster jedes Mal, wenn sie dann quasi aus dem Melkstand kommt oder da rausläuft, dann beurteilen. Und also das steht uns bevor und das ist also in naher Zukunft eigentlich schon denkbar und machbar. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen von einem Kollegen, den ich sehr schätze, den ich schon sehr lange kenne. Den kennt ihr vielleicht vom Namen auch. Das ist der Kollege hier, das ist der Heinz Janowitz. Und Janowitz, da klingt es vielleicht bei vielen von euch, Heinz Janowitz ist weltbekannt, weil er nämlich diese Labmagen-Endoskopie-Methode, hat er damals seine Doktorarbeit drüber gemacht. Und das Ding ist weltweit mittlerweile Standard bei der Operation von Labmagenverlagerung. Ne? Und der Heinz hat eine gut gehende Praxis in Minden-Lübbecke, das heißt also im Osnabrücker Land. Und der Heinz ist immer eigentlich einer, der mit seinen Ideen immer eigentlich vorangeht. Ne? Wir haben mit einem Konsortium mit ihm zusammengearbeitet, ich in der Industrie war, noch in der Pharmaindustrie. Heinz hat immer tolle Ideen. Und die Geschichte, die ich euch erzähle, ist ein Paradebeispiel, wie eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen Tierärzten und Landwirten aussehen kann. Diese landwirtschaftliche Dienstleistung, ne? Er hat also 4, 2 davon sind ehemalige Landwirte, anderen sind also Landwirtssöhne. Die hat er angestellt und da hat er also erstmal mit einem angefangen und dann hat er 2 und jetzt hat er 4. Das heißt, die hat er auf Clownkurse geschickt. Das heißt, die haben also ihren diplomierten Clownpfleger gemacht sozusagen und ihren Besamer unter anderem. Die machen noch andere Sachen. Aber und diese Mischung ist so, dass er diese Dienstleistung seinen Betrieben anbietet. Das heißt, die wechseln sich ab. Wir machen jetzt nicht nur den ganzen Tag nur Clownpflege oder wie immer Arbeitszeitmodell, sondern die haben auch eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Also wie gesagt, als Besamungstechniker oder bei sonstigen Dienstleistungen oder wie gesagt, letztendlich in der Clownpflege oder im Lahmheitsscoring. Und er sagt, proaktiv ist es so, dass das von unseren Landwirten gewollt wurde. Und die ganzen Betriebe letztendlich ist es so als Dienstleistung. Das heißt, die kommen regelmäßig auf die Betriebe. Und er sagt, wir haben bei uns in den Betrieben eine unglaublich geringe Inzidenz von Lahmheiten. Also die erkennen die letztendlich, die machen gleich einen Termin aus, dann zum Ausschneiden und das heißt, das kommt von Seiten Tierarzt, das heißt, das ist also eine optimale Mischung, wo man sagt, gerade auch vielleicht für schwierige Fälle, das heißt, weil die Jungs sehr viel sehen, weil sie auch den Tierarzt in der Hand haben, also mehrere Tierärzte, das heißt, das ist ein schönes Paradebeispiel. Wollte ich eigentlich aber nur mal erzählen, weil das ist eigentlich in meinen Augen die optimale Zusammenstellung ist, wo man sagt, eigentlich Heilung, Chirurgie, dann auch die Ursachen, letztendlich aber vor allem Früherkennung und Behandlung. Ja, kann man auch vielleicht diskutieren. So, was ihr hier seht, das ist natürlich erstmal verwirrend, hat mir aber trotzdem gut gefallen, und zwar der Clown-Check. Ich muss dieses Wort an Rainer denken, der auch viele mit vielen Checks unterwegs ist. Aber das ist, also gerade mal von der Übersicht her, hat mir das sehr gut gefallen. Das kommt von der Beraterkollegin Irene Stalder-Heyer aus Rheinland-Pfalz, die hatte das mal zusammengesucht und das ist sicherlich nicht ganz erschöpfend, aber es zeigt, na, wenn man damit arbeiten will, gerade wenn man ein Problem hat oder letztlich auch in der Ausbildung von Junglandwirten, wie man das Problem Clown oder Clownprobleme oder die Clowngesundheit eigentlich in den Griff kriegen kann. Und das will ich nachher im Einzelnen durchgehen. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.